Und da wären wir wieder zurück bei Let's Play Spore. Tja, das habe ich ja bereits vorgelesen, die Zeitachse. Da schauen wir mal, wie wir uns entwickelt haben. Gehen wir da doch mal. Kann ich da irgendwie noch zurück? Das kann ich doch sicher noch. Ah, genau. Anschauen. Da sind wir einmal gestorben. Weiterentwickelt. Sehr schön. Tja, man sieht hier zum Schluss definitiv, ich bin Fleischfresser. Gut, ich muss gestehen, ich habe es auch darauf angelegt. Vielleicht mache ich ja noch ein Let's Play, bei dem wir dann über den Pflanzenfresser laufen und dann vielleicht sogar noch ein drittes über den Allesfresser. Aber das bleibt offen, das weiß ich noch nicht so genau, ob ich das dann auch wirklich so machen möchte. Aber wir machen an der Stelle mal weiter und schauen, wie wir uns entwickeln. So, das bin also ich. Ja. Kann ich mich hier hinten noch... Ich kann das sicher drehen. Jawohl. Ich hätte da eigentlich nichts dagegen, wenn ich ein bisschen länger wäre. Kriege ich das noch hin? Ja, oh, viel zu lange. Viel zu lange. So. Verschieben das mal ein bisschen gegen unten. Tja, ich habe noch keine Ahnung, was ich da machen möchte. Ja, Geschwindigkeit 1. Ich mach mal den. Oh ja, du hast Füße bekommen, da freust du dich, was? So. Tja, die Augen, die passen mir nicht ganz so. Dann drehen wir mal hoch. Die verschieben sich ein bisschen nach vorne. Auch hier noch ein bisschen nach vorne. So. Süß. Kann ich noch ein Schnurrbart machen? Ja, nee, die stellen wir da mal wieder zurück. Aber wir machen es so. Sieht besser aus. Ja. Tja, das brauche ich alles nicht mehr. Mir sind jetzt die Füße gewachsen. Mal schauen. Vielleicht begegne ich. Ja, was könnte ich da begegnen? Wenn man das Spiel übrigens nochmal startet, dann kann man seinen eigenen Schöpfungen wieder begegnen. Und die Spielerhersteller, also die von Maxis, die haben, wie man jetzt unten hier sieht, schon einige Kreaturen erstellt. Ziemlich viel Cooles, muss ich doch sagen. Und wir bevölkern langsam das Festland. Ein neuer Tag bricht an und für dich eine seltsame und wunderbare Welt. Luft füllt deine Lunge, als du deine Gliedmaßen ausstreckst und deine neue Heimat betrittst, das Festland. Das Evolutionswettrennen hat begonnen. Willkommen an Land. Du bist nun eine Kreatur, umgeben von deinen Nestgenossen. Um dich weiterzuentwickeln, musst du die anderen Spezies auf diesem Planet kennenlernen und DNA sammeln. Neue DNA bringt deine Fortschrittsanzeige voran. Sehen wir uns einmal an. Fortschritt. Die Leiste zeigt deinen Fortschritt an. Sie fühlt sich, wenn du Verbindungen mit anderen Spezies eingehst oder dafür sorgst, dass sie aussterben. Gehen wir nur zu deinem ersten Ziel. Ziele. Hier stehen deine Ziele. Fressen, Teile sammeln. Okay.
Wie du siehst, ist Nahrung für dich überlebenswichtig. Schauen wir mal, wie man sich umsieht und Nahrung findet. Rechte Maustaste. Ah, da kann ich so hinrennen. Oder ich mache es so. Was ist das? Ist das Nahrung? Ja. Boah, okay. Der mag wohl nur Fleisch. Was ist das? Ah, so. Oh, ups. Ich habe das noch nicht so ganz im Griff mit der Steuerung. Tja, Fleischfresser bin ich. Okay, interessant. Ich muss da mal andere Spezies treffen. Was bist du? Was bist du? Wer ist das denn? Du bist auf eine neue Spezies gestoßen. Willst du ihn zum Freund oder als Feind haben? Nimm eine Haltung ein, dann kannst du deinen neuen Nachbar entweder ansingen oder anfauchen. Deine Haltung bestimmt, ob du eine andere Kreatur angreifst oder freundlich mit ihr umgehst. Vor der Interaktion klickst du auf den grünen Button für Freundschaft oder auf den roten für Abendessen. Danach kannst du die einzelnen Fähigkeitsbuttons nutzen. Tja, wie ist ein Fleischfresser? Kampfhaltung. Da gibt's mal ein bisschen Gift. Noch ein paar Gift. Komm schon, komm schon. Yes. Okay, ich habe DNA bekommen. Gut gemacht, der Sieger bekommt die Beute. Du bist auf dem Weg zu einem größeren Gehirn und einem schlaueren Ich. Das klingt doch gut. Was ist das? Naja, da bekommen wir nochmal DNA-Punkte. Ah nee, was ist das? Du hast ein neues Teil entdeckt. Stell dir vor, was für cooles Zeug du auf noch größeren Skeletten oder Kreaturen finden kannst. Klick unten auf den Paarungsruf-Button, um deine Partnerin zu finden und in der Kreaturendesigner, ach so, in den Kreaturendesigner zu gelangen. Hier kannst du dein Aussehen verändern und die Teile hinzufügen, die du auf der Welt gefunden hast. Wutgebrüll. Ja, hier. Was passiert, wenn ich das mache? Boah. War ja heftig. Ah, da flüchten die anderen. Die essen da mal was. Die Lebenspunkte wieder aufzufüllen. Ich muss da noch mehr essen. So. So, ich lösche die jetzt mal aus hier. Ja, 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 immer schön zupacken. Oh. Oh nein, das ist nicht gut. Ich flüchte da mal. Nein, 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 nein. Wir sind keine Allesfresser, wir sind keine Pflanzenfresser. Komm. Ich guck ihn an. Aha. Ja, ich weiß, dass ich aus Versehen Pflanzenzeug gegessen habe. Ist ja gut. Kotzt es wieder aus. So. Ich muss da zweimal noch die Ecke jagen. Ist nur die Frage. Ah, da ist noch einer. Oh! Das sind zwei, so wie es aussieht. Oh, ist der schnell. Oh Mann, oh Mann. Da muss ich mal weg. Uiuiuiui, renn, 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 renn! Helf mir! Sehr schön. Okay, wenn ich die töte, dann passiert da nichts. Wenn die Kollegen den killen, dann passiert da nichts.
Komm, dich töte ich jetzt aber. Ohne Freunde. Ah, dich kriege ich. 1. Okay, 2 von denen muss ich noch killen. Wieder maximale Lebenspunkte. Ah, da ist nochmal was. Das schnappen wir uns gleich. Schauen, was das denn so bereithält. Na, ein anderes Sehvermögen. Da muss irgendwo noch einer leben nachher. Ich sehe da. Was sind das und wie viele Lebenspunkte haben die? Tja, machen wir auch die aggressive Haltung. Wir machen immer die aggressive Haltung. Ups. So, lebt jetzt hier wieder einer? So wie es aussieht, nicht. Nein. Leider nein. Na gut. Nein, ich möchte mich noch nicht paaren. Oh, ich kann mich heilen. Ich suche da noch DNA-Punkte, da muss sicher noch irgendwo was liegen. Und er zeigt es mir das sogar auf der Karte an. Könnte das hier? Ah ne, das ist das Eki-Nest. Ja, da ist nochmal was. Komm, dich kriege ich. Oh, der hat ein bisschen viele Lebenspunkte. Gehe ich taktisch vor mit Gift. Komm. Oh nein, jetzt töte ich ihn nicht. Dann zählt es nicht. Die meint es ja gut, aber ich muss den killen. Ja gut, dann der nächste halt. Wo ist das Nest? Da ist das Nest. Ja, dich besiege ich, weil ich Gift habe. Außer dein Verbündeter kommt da noch, dann habe ich... Wahrscheinlich der ist ein Problem. Komm, 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 weiß zu. Yes. Boah, das war knapp. Komm, nochmal ein Stück. Und dann gehen wir noch auf den los. Ist da nochmal was? Du kannst noch ein bisschen Lebenspunkte regenerieren. Geht doch. Warum bin ich am Verlieren? Nein, 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 nein. Schneller beißen, schneller beißen, schneller beißen. Schneller, 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 schneller. Einmal nach los. Das war knapp. Tja. Totes Nest. Und ich hole mir das. Werte-Uhrring. Komisch. Kein Dunst, was das ist. Oh, die sehen stark aus. Da gehe ich noch nicht hin. Aber das, da schnappe ich mir noch. Also das heißt, ich will damit sagen, ich greife die noch nicht an. Schau erstmal. Oh, ups. Ich verklicke mich da ein bisschen häufig. Bin die Steuerung noch nicht so gewöhnt. Ist bei mir ja Standard. Irgendwie. Jetzt. Mal schauen. Ich töte noch die Eki und dann paare ich mich mal. Und schau mal, was die Evolution als nächstes für mich bereithält.
Ja, dich noch. Oh, jetzt bin ich da auf den falschen Knopf gekommen. Oh, das sieht nicht gut aus. Das wird ganz knapp. Nein, ich muss zuerst beißen. Wow. Haha, mein Bewusstsein wächst. Intelligenz! Du bist ein wenig schlauer geworden und hast deine ersten Schritte Richtung Bewusstsein gemacht. Du hast die Fähigkeit erlangt, Verbündete für dein Rudel zu gewinnen, die dir bei deinem Abenteuer helfen werden. Oh, cool. Gründe ein Rudel. Mitglieder deines Rudels helfen dir im Kampf oder beim Schließen von Freundschaften. Du kannst derzeitig Platz für ein weiteres Mitglied. Du hast derzeitig Platz für ein weiteres Mitglied. Ich lese da immer was anderes. Freunde dich mit einem Verbündeten an, damit schließt er dich dir an. Freunde dich mit einem Verbündeten an, dann schließt er dich dir an. Ich gehe da mal zurück zu meinem Lager. Das sind Babys. Mann, sind die süß. Du bist weiblich. Ja, scheinbar bin ich weiblich. Na gut, ein neuer Modus zum Spielen. Testlauf. Probiere deine Kreatur aus, bevor es zum Planeten geht. Ach so, Testlauf. Können wir da die Farbe eigentlich noch wechseln? Ich finde es eigentlich ganz gut, so wie es ist bis jetzt. Grün. Ja, was haben wir da alles? Wir haben Fleischwolf, Kiefer. Okay. Ich drehe die mal ein bisschen. Nein, so nicht. Ich wollte die eigentlich. Nein, das geht nicht, schade. Fleischfresser. Das sieht irgendwie komisch aus. Na gut, wir stehen da noch ein bisschen Gräder. Das kommt gut. Zwar so. Das hier so. Sehr schön. Und die Augen noch ein bisschen weiter nach unten. Die noch. Ihr werdet ein bisschen kleiner. Du bist mir doch noch ein Stück zu groß. Das sieht ganz gut aus soweit. So, und jetzt schauen wir mal. Sehvermögen. Ach. Nö. Für die Hände reicht's nicht mehr. Pff.
Füße. Ach, nehme ich nicht. Ich lasse die alten Füße drauf. Schlagen. Und ein bisschen mehr Gesundheit. Was ist, wenn ich die hier hinten so aufwerfe? Und da noch eine schöne Knolle. Die machen die noch ein bisschen größer. Sieht doch cool aus, sieht doch richtig cool aus. Was ist das noch? Ein Detail? Das bringt mir alles nichts und ich habe viel zu wenig Punkte. Tja, da wachsen dir irgendwann noch die Hände. Die müssten, glaube ich, noch ein bisschen nach unten. Jawohl. Ein bisschen kleiner. So. Augen hat es leider nichts Schönes. Aber ich mache das mal so. Das sieht ganz gut aus. Ganz ordentlich. Oh, ist der süß. Mit diesen großen Augen. Jetzt kann ich noch rammen. Und schlagen kann ich auch noch. Wer bringt mir da gerade alles bei? Mein Papa. Jetzt bin ich erwachsen. Dum 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 dum. So cool, ist so cool. Wenn ihr die Augen schließt, ist er so süß. Okay. 17 Lebenspunkte habt ihr. Baby Nexi. Ja, aber ich mache hier mal kurz eine Pause. Speichern das Spiel mal ab und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.